Gute und herzlich willkommen zum Nachtaktiv-Podcast. Heute zu Gast ist die gute Pam. Ja, moin, hier ist Pam One. Freut mich. So, freut mich auch, dass du hier bist. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen über dich. Ja, ich bin die Pam One. Ich bin aktiv im Kreis Bielefeld, Osnabrück und alles so im Umkreis halt. Ich bin angefangen zu malen ungefähr im Sommer 2019. Und das fing dann halt alles immer, ja, also es wurde dann exponentiell einfach immer mehr und dass mich das Ganze gecatcht hat halt. Und jetzt ist halt für mich so, dass es aus meinem Leben eigentlich nicht mehr wegzudenken ist, ja. Und wie würdest du sagen, hat das angefangen? Also, wie war deine Anfangszeit und wie bist du überhaupt zu Graffiti gekommen? Ja, zu Graffiti gekommen. Puh, also es war halt so, ich habe ja im Sommer 2019 mein erstes wirkliches Bild gemalt, wenn man das so bezeichnen möchte. Aber ein halbes Jahr vorher fing das alles schon so ein ganz bisschen an, dass ich mich dafür interessiert habe. So, ich weiß gar nicht genau, wie das gekommen ist. So, es war halt so, dass es mir persönlich nicht gut ging. Also viele Jahre ging es mir persönlich nicht gut. So, ich bin schwer depressiv gewesen und viele Sachen sind halt immer schief gelaufen in meinem Leben und ich habe mir immer selbst ein Bein gestellt mit vielen Sachen. Und dann habe ich mir so gedacht, so, was kannst du machen dafür, dass es dir halt persönlich besser geht und dass du wieder mehr Spaß und mehr Freude hast im Leben. Und dann habe ich halt angefangen mit Dingen, die ich halt schon immer irgendwie cool gefunden habe, aber immer so, ich hatte den Mut einfach nicht dafür gehabt, das zu machen. Und bin dann halt angefangen mit Skateboard fahren und halt mit Graffiti. Also aber nicht so in der Form, wie Graffiti halt eigentlich ist, sondern einfach, dass ich angefangen habe mit irgendwelchen Stiften und Addings und Markern irgendwie irgendwelche Sachen hinzuschreiben irgendwo. Und ich hatte auch eigentlich keinen Bezug zu irgendwelchen Menschen aus der Graffiti-Szene oder zu Leuten, die das gemacht haben. Ich habe das immer so nebenbei ein bisschen mitgekriegt, so irgendwie wie ganz normal, aber habe mich dafür halt irgendwie nicht großartig interessiert. Graffiti ist ja etwas, was halt schon eine heftige Subkultur ist, dessen Umfang man eigentlich erst wirklich in Erfahrung bekommt, wenn man halt wirklich daran teilhat, finde ich. Und ja, wie gesagt, ich bin halt angefangen und habe einfach irgendwie was hingeschrieben und wusste auch noch gar nicht, dass man sich irgendwie einen Namen sucht, womit man dann irgendwie quasi durch die Gegend taggt, so, sondern ja, ich habe einfach irgendwas immer hingeschrieben. Und ja, dann kam das halt so, dass, ja, ich weiß nicht genau, also ich war auf Instagram aktiv und habe dann auch so Leute gefunden wie Smo und Aura Aerosol und so. Und mich da haben dann auch relativ schnell auch Leute kontaktiert, auf meinem privaten Profil noch, weil ich dann mal irgendwelche Zeichnungen so ein bisschen gemacht habe, so irgendwelche 13, 12 Sachen und was man da so alles halt macht am Anfang so. Und dann wurde ich halt schon schnell von Leuten irgendwie auch angeschrieben über Instagram, die mir dann auch so ein bisschen auch eine Richtung gezeigt haben. Und ja, dann ist man, das, wie gesagt, das wurde dann halt immer mehr und dann habe ich irgendwann auch meinen ersten Namen mir gesucht quasi und ja, bin dann, ja, im Sommer 2019 habe ich dann das erste Bild halt gemalt, richtig an der Hall für meine Fußballmannschaft so damals. Das sah wirklich absolut scheußlich aus und also wirklich katastrophal, aber ich habe halt so viel Push bekommen von den Leuten, für die ich das gemalt habe, dass ich dann wirklich gedacht hätte, boah, du bist echt gut da drin, du solltest das weitermachen. Ja, und so ist das dann halt irgendwie immer mehr geworden. Ja. Ja, krass. Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, war das auch so ein bisschen so ein Ventil, beziehungsweise ich höre das bei anderen Leuten sehr viel, dass das quasi so eine Flucht aus dem normalen Leben ist. Auf jeden Fall. Und Das ist auch das Gefährliche daran, finde ich persönlich. ja, das stimmt. Da bauen sich einige Leute so eine kleine Parallelwelt irgendwie Ja. auf und vernachlässigen das richtige Leben. Genau. Du hast gemeint, dass du so mit dem Taggen angefangen hast und auch noch nicht so wirklich einen Plan hattest, was genau du quasi malst oder taggst. Ich finde, das Genau. ist auch, so dumm es klingt, so eine klassische Einstiegsgeschichte, dass Leute mit dem Taggen anfangen. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Graffitis. Auf jeden Fall, ja. Und du hast auch angesprochen, dass du sehr viel Rückmeldung oder dass du sehr viele Leute auf Instagram verfolgt hast. Würdest du sagen, dass
es viel schwieriger für dich gewesen wäre, ohne Social Media in diese Graffiti-Welt zu kommen, oder hättest du da einfach einen Fick drauf gegeben und vielleicht hätte sich das dann irgendwann anders ergeben, quasi, dass Leute auf dich zukommen oder dass man sich connectet? Also ich bin mir sogar zu 100% sicher, dass es für mich sehr viel schwieriger gewesen wäre, den Einstieg zu bekommen. Weil, ja, Instagram für viele Fluch, für viele auch Segen, so, ne? Weil viele Ja, das Leute, du stimmt, würdest ja ja. auch gar nicht kennen ohne Instagram, so, ne? Keine Ahnung. Aber, also wie gesagt, irgendwann wäre ich bestimmt auch so ja, in diese, ja, ich weiß nicht, ob ich in der Szene bin. Ich würde nicht sagen, dass ich Teil der Szene bin, aber irgendwann hätte ich das so schon wahrgenommen, wie es ist. Auch ohne Instagram, denke ich, aber das hätte auf jeden Fall noch länger gedauert. So, und ja. Ja, also ich würde sagen, Teil der Szene ist man. Also ist meine Meinung, sobald man eigentlich aktiv malt und auch ein bisschen connected ist, ich meine, da gibt es ja keine Polizei für, die bestimmt, wer ist Teil der Szene und wer nicht. Ja, die Social Media, du hast schon gesagt, ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Es gibt Leute, die malen Bilder nur für Instagram Auf jeden, oder ja. machen sich einen Instagram-Account, bevor die überhaupt das erste Bild gemalt haben. Aber ich finde tatsächlich, um sich zu connecten, auch wenn das in dieser illegalen Weise ein bisschen schwierig ist, ist einfach Social Media oder ja ganz groß Instagram sehr vorteilhaft. Und Ja. man hat auch viel Inspiration. Man sieht, ey, was malen andere Leute in anderen Städten oder sogar in anderen Ländern. Man kann sich da ein bisschen ja, reinlesen oder einfach sich die Bilder anschauen und sich inspirieren lassen. Wie war das so mit deinen ersten Anfängen? Du hast schon gesagt, das erste Bild, was du gemalt hast, war für einen Sportverein und die Genau. Leute haben das gefeiert. Wie würdest du sagen, ja, bist du in diese Style-Richtung gekommen? Also hast du dich da irgendwie im Internet inspirieren lassen und wie kam es dazu, dass du deinen ersten Namen quasi gemalt hast und du dich da halt mit deinem Style weiterentwickelt hast? War das Inspiration irgendwie aus Macs oder Internet oder war das einfach selbst ein bisschen rumgesketche und dann immer weiter dran geblieben und selbst ausprobiert? Erzähl mal. Ja. Also erstmal habe ich mich natürlich im Internet orientiert, so, ne? So wie das so ist, will man natürlich direkt den heftigsten, also bei mir war das so, ich wollte natürlich direkt den heftigsten Wildstyle malen und dies und das und habe mir dann natürlich Inspiration gesucht auf Pinterest und Instagram. Ja, aber das habe ich dann relativ schnell abgelegt, weil ich dann, ja, wie soll ich sagen, ich habe dann das Glück gehabt, dass mich jemand an die Hand genommen hat und mich quasi ausgebildet hat. Das war der Durak von der ABM-Crew aus Osnabrück. Der hat mich quasi relativ früh schon quasi in die Mangel genommen, sagen wir es mal so, und hat mir vieles auch beigebracht. Nicht nur was Style angeht und wie man generell auch einen Buchstaben aufbaut, sondern auch so Sachen wie verhalte ich mich bei Actions oder auf der Autobahn. Gerade Autobahn haben wir halt viel gemacht, so zusammen, ja. Und dann halt natürlich auch mir geholfen, meine Buchstaben halt quasi ein bisschen zu pimpen. Also wie ich von meinem Toy-Style quasi zu meinem jetzigen Style halt komme quasi. Jetzt aktuell geht es für mich darum, mich da ein bisschen von zu lösen, ein bisschen mehr mein eigenes Ding zu machen, ein bisschen mehr meinen eigenen Style zu finden, weil es ist natürlich so, wenn einen jemand quasi ausbildet, dann lernt man halt manche Schwünge, manche Elemente halt so wie er, derjenige, der einen ausbildet, halt quasi auch zu machen. Und man orientiert sich daran, man nimmt denjenigen als Vorbild und ich denke, das ist für den Anfang auch okay, so, aber irgendwann muss man lernen, sich davon zu lösen und auch mehr seinen eigenen Style halt heraus kristallisieren zu lassen. Und da sitze ich halt gerade bei und dafür suche ich mich gerade ein bisschen besser noch, ein bisschen mehr noch zu finden, auf jeden Fall. Ja, cool. Also ich finde auch, eigener Style, der braucht halt auch ein bisschen. Das dauert meist Jahre, bis man so Auf seinen jeden. eigenen roten Faden gefunden hat. Wobei ich aktuell schon, sorry, dass ich gerade einen kurzen Alles Einwurf gut. mache, wobei ich aktuell schon eigentlich sage, dass ich schon meine eigenen Buchstaben habe, so. Allerdings natürlich trotzdem noch die Ähnlichkeit nicht zu übersehen ist halt, so, ja. Würdest du sagen,
dieser Kontakt war auch so ein bisschen die Initialzündung für das illegale Malen, weil du ja Nein. angesprochen hattest, deine ersten Bilder waren an der Hall. Also, Wie war denn da der Übergang zu dem Illegalen? da, eigentlich bin ich angefangen mit dem Illegalen so, ne? Okay. Also, ja, es ist halt bei mir, wie gesagt, angefangen mit dem Tags einfach machen und so. Und, also, wie soll ich das sagen? Das mit der Haul und so, das kam ja halt wirklich erst ein paar Monate später, nachdem ich da quasi angefangen habe, rumzutaggen und so. Ich wusste auch gar nicht, dass es das gibt, legale Wände so. Da wurde ich dann halt auch darauf hingewiesen. So, und wie gesagt, für mich war das Illegale von Anfang an mit dabei, hat da mit reingespielt und ist für mich auch eigentlich der hauptsächliche Teil des Graffitis. So, ich respektiere das, wenn Leute sagen, ich mal an der Hall und mir reicht das. Das ist für mich dann aber eher weniger das, worum es für mich persönlich eigentlich geht. Für mich ist Graffiti draußen, findet auf der Straße statt, auf Zügen, an der Line oder auf der Autobahn so und nicht an der Hall. Aber wobei ich auch wirklich sehr gerne manchmal zwischendurch eine Hall malen gehe. Ja, ich wollte gerade schon sagen, es gibt eigentlich auch coole Momente an der Hall, wenn man, Auf was weiß jeden. ich, einen Kasten Bier holt oder einen Grill und chillt sich an die Hall und malt da locker. Ja, also interessante Ansicht, teile ich auch größtenteils. Dann bist du wahrscheinlich mit deinem jetzigen Namen, den du dann ein bisschen ausgefeilt hast, wo du da ein bisschen an die Hand genommen wurdest, bist du dann wahrscheinlich mit einigen Leuten raus und habt da bestimmt einige schöne Bilder gemalt. Würdest du sagen, du hast mit irgendwas speziell angefangen oder hast du direkt alle Kategorien mitgenommen, die gingen? Oder hast du irgendeine Vorliebe gehabt? Oder ist dir das quasi alles egal? Hauptsache ein geiler Hauptsache Dampf. Untergrund? Okay, ja. Nee, also ehrlich gesagt muss ich sagen, für mich war halt immer von Anfang an schon wirklich so der Traum, Züge zu malen. So, ne? Das war immer für mich das Nonplusultra, das war für mich das Heftigste. So, ich habe halt angefangen mit Straße malen, das war auch der größte Fehler meiner Meinung nach. So. Weil ich finde, Straße malen, das ist halt das, womit die meisten Leute direkt anfangen, weil es das ist, was auf der Hand liegt. Aber meiner Meinung nach ist es das Gefährlichste heutzutage auf jeden Fall. So, aber für mich war halt damals das Nonplusultra halt Züge zu malen und das war für mich das große Ziel auf jeden Fall. Das habe ich dann auch nach wenigen, ja, ich würde sagen 3 Monate war das, bis ich meinen ersten Zug halt wirklich gemalt habe. Also hätte auch selbst nicht gedacht, dass es so schnell überhaupt funktioniert, dass mich so schnell jemand mitnimmt. Aber ja, heutzutage als Frau, glaube ich, ist es nicht so das Problem, an Züge zu kommen. Ja, dann habe ich angefangen, ich glaube, dann habe ich halt Trainlines gemalt und das mit den Autobahnen malen, das ist dann erst später gewesen bei mir. Das fing halt erst mit Durak an. Ja. Ja, cool. Würdest du sagen, bei dem Zugmalen geht es dir da eher darum, dass deine Bilder durch die Gegend fahren oder geht es dir eher um diese Vorbereitung, um den Kick, erstmal abzuchecken, wann hält wo der Zug, wie lange ist der da, wie kommen wir da hin? Oder ist es eher so, boah, mein Bild fährt einfach durch die Stadt oder durch die Gegend und alle Leute sehen das? Also für mich geht es irgendwie um alles so, ne? Hauptsächlich steht bei mir die Action im Vordergrund so. Natürlich ist auch geil, wenn das Bild durch die Gegend fährt so. Es ist echt ein cooles Gefühl, wenn man halt im Bahnhof steht und die Karre rollt ein und das ist schon echt ein heftiges Gefühl. Aber hauptsächlich geht es für mich da tatsächlich auch wirklich um die Action an sich. Es ist einfach super geiles Gefühl, wenn man den ersten Strich halt auf diesem Untergrund macht für mich. Und alleine, wenn man halt auf die Abstellung zuläuft, so das Feeling, so, das ist einfach für mich mit nichts anderem halt zu toppen. Ja. Ja, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Das kennt, glaube ich, jeder Maler, der Züge aktiv malt. Jetzt mal zu einem anderen Thema. Du hast eben schon angesprochen, du bist ja eine Frau, das hört man ja auch. Ja. Hast du jemals, seitdem du malst, irgendwie Probleme gehabt aufgrund deines Geschlechts oder eher Vorteile? Also gab es da seitens anderer Maler vielleicht auch mal dumme Bemerkungen oder dass du dich ausgegrenzt gefühlt hast? Beides tatsächlich. So, es gibt, also es ist definitiv beides so, ne? Es ist halt wirklich viel einfacher als Frau Aufmerksamkeit zu bekommen durch Graffiti. Mhm, das Gerade am stimmt, Anfang ja. so. Ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Fick auf mich gegeben hätte,
in einem Instagram-Game quasi, wenn ich halt Mann gewesen wäre mit meinen komischen Bubble-Style-Toy-Kram, so den ich da veröffentlicht habe. So. Also es ist halt wirklich, das ist total krass so. Ich habe da auch schon öfter drüber nachgedacht. So am Anfang ist es halt wirklich so als Frau, dass du wirklich viel, wirklich, du bist viel angeschrieben und viel, extrem viel eingeladen und so. Und alle wollen wissen, wer so hinter dem Instagram-Profil steckt, hinter dem Namen steckt quasi. Und desto besser man wird und desto mehr man gefestigter wird in dem, was man tut, desto weniger Leute schreiben. Und desto weniger Leute laden einen quasi unbekannterweise ein und so, ne? Also es ist halt, ich habe immer so das Gefühl, dass die meisten Leute so Frauen feiern, die halt ja wissen, wo ihr Platz ist quasi, nicht besser malen als die, nicht so von den Sachen noch nicht viel Ahnung haben, sodass die halt die großen Oberlehrer sein können und sagen können, ey, mach das mal so und so und ja, keine Ahnung, so, ne? Also ich glaube, dass das halt für viele Männer, also nicht für alle, aber für viele Männer oder für einige Männer besser in den Kram passt, als wenn Frauen halt wirklich gut und stabil malen. Aber wie gesagt, es gibt auch definitiv auch andere Meinungen und andere Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Gibt es eigentlich Hate irgendwie im Internet oder auch Face-to-Face von irgendwelchen Leuten? Also es gibt Hate, ja. Es gibt viele Leute, die jetzt nicht explizit wegen meinem Geschlecht, sondern weil ich halt von jemandem gelernt habe, da ein bisschen am Haten sind, so, weil man halt doch noch eine Ähnlichkeit zu demjenigen sieht, der mich ausgebildet hat, halt. Und es gibt aber auch Hate von Leuten, das soll jetzt nicht irgendwie komisch oder abgehoben klingen, aber es gibt halt schon auch Hate von Leuten, die halt versucht haben, als man mit dem gemalt hat, am Anfang bei einem zu landen, was man aber nicht wollte. Okay, das, ja. Ja, das ist tatsächlich wirklich so. Und das ist, glaube ich, auch ein Lied, von dem jede Frau aus diesem Bereich was singen kann, auf jeden Fall, weil... Ja, ich würde aber sogar sagen, dass es generell so ein bisschen das Leben widerspiegelt, dass wenn Männer quasi eine Abfuhr bekommen, dann immer alles schlecht reden. Und wenn es dann halt so ein bisschen hier Maler-Game ist, ja, dann versuchen die natürlich da ein bisschen, klein zu reden oder vielleicht auch ein bisschen zu haten. Ja. Ich würde sagen, dass das, glaube ich, wirklich fast alle Bereiche abdeckt. Ja. Dass Männer da so ein bisschen nicht mit Körben umgehen können, falls ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, keiner kriegt gerne einen Korb, so, aber ich glaube, dass... Ja, aber man kann normal mit umgehen. So. Man grade, muss ja nicht alles so schlecht Szene, reden. Graffiti. Es ist halt so, dass viele Leute, die da drin aktiv sind, meiner Meinung nach Ego-Probleme haben. So, also... Sowohl ja, die ich Männer weiß, was als du meinst, ja. So, keine Ahnung, also nicht alle wieder, aber wirklich einige Leute, man merkt das immer wieder beim Umgang mit Konflikten und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass gerade wenn Leute nicht von sich selber überzeugt sind und dann halt etwas passiert, wie zum Beispiel ein Korb, was dann bei den Leuten so ein bisschen am Ego kratzt. Ja, ist so ein Wunderpunkt dann für die quasi. Genau, ja, auf jeden Fall. Ein Wunderpunkt, ja. Ja, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Jetzt zum Abschluss von diesem Geschlechtsthema quasi, was ja eigentlich scheißegal ist, weil im Endeffekt zählt im Graffiti einfach die Person, die an der Wand steht und ob die korrekt ist oder nicht. Ja. Ist ja generell im Leben so, entweder ist jemand korrekt oder halt nicht. Aber es gibt jetzt keine Unterschiede beim Geschlecht, bei der Hautfarbe, bei der Nationalität. Ich finde, dass Graffiti wirklich ein Bereich ist, wo das gar keine Rolle spielt, also wo auch eine relativ offene Community quasi da ist. Ja, wir sind jetzt hier schon fast am Ende von dem Podcast. Hast du vielleicht noch irgendeine verrückte Story oder irgendein krasses Bild, irgendeine krasse Geschichte, die du vielleicht noch uns mitteilen würdest? Irgendwas, was besonders lustig war oder wo es ein bisschen brenzlig war oder irgendwas Geiles, was ihr angeschmiert habt oder du? Ja, auf jeden Fall eine meiner Lieblingsgeschichten in meiner Graffiti-Laufbahn ist definitiv die Geschichte, als mein damaliger Lehrer und ich zusammen die Autobahnpolizei gebombt haben. Die war halt zu dem Zeitpunkt leerstehend. Wir haben halt die ganze Front quasi gemacht und ja, wie es dann auch kommen sollte natürlich, wurden wir gepeilt und es kamen halt drei Einsatzautos, die uns quasi umstellt haben, so ein bisschen. Oh, okay, ja.
Ja, Krass. und es war auf jeden Fall super lustig. Also der Moment war nicht super lustig. Ich hatte richtig Schiss. Aber wir haben uns halt versteckt und haben halt auf den genau richtigen Moment gewartet, um quasi bei den letzten, bei der Streife, die quasi auf den Hof gefahren ist, im toten Winkel an denen vorbei zu huschen. Dann sind wir halt quasi über die Auffahrt gelaufen und haben uns da erstmal im Gebüsch versteckt und dann war da so ein Zaun, ein etwas höherer, so vom Bauern so einfach, ne? Und ich bin gar nicht rübergekommen. Er hat mich dann so ein bisschen, wie so ein nasser Sack Reis, hat er mich dann darüber geschoben und ich bin dann mit dem Rücken aufgekommen und es hat übelst weh getan, aber ich durfte natürlich nicht schreien, weil man hat schon gehört, wie die da aus den Autos ausgestiegen sind und so. Ich bin dann wie so ein nasser Sack Kartoffeln quasi auf dem Rücken aufgekommen mit so einem dumpfen Aufprall und dann sind wir halt losgelaufen quasi, haben halt noch kurz gewartet und haben halt gehört, wie die dann so gesagt haben, ah, das kann doch nicht sein, eben waren sie doch noch da und so. Und ja, dann sind wir halt weggekommen, auf jeden Fall super lustige Geschichte. Ja, geil. Ja. Auch eine geile Location auf jeden Fall. Auch eine geile Location, ja. Wir sind jetzt so ziemlich am Ende angekommen. Willst du irgendjemanden grüßen? Ja, also ich würde gern grüßen. Und zwar würde ich gern grüßen den Flip und seine Crew, die Knockouts, den Dior, den Axel, den Nix, den Fix, Marik, Ente, Kali, Mea und Durak von ABM Crew und generell ganz ABM Crew. Dann würde ich gern Fred grüßen. Oh mein Gott, ich habe bestimmt irgendjemand vergessen. Ernst möchte ich grüßen, Weiß möchte ich grüßen, Wilder möchte ich grüßen und Phil möchte ich grüßen und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ich habe bestimmt irgendjemanden Naja, wir vergessen. tragen es nach, falls Okay, es sehr der gut. Fall sein sollte. Ja, dann bedanke ich mich, dass du bei dem Podcast mitgemacht hast. Das Ja, war danke, auf dass jeden ich Fall dabei sein durfte. ja kein Ding. Also ich habe mich sehr gefreut, war ein cooles Gespräch. Und ja, bis dahin. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.